Thüringens AfD-Chef Björn Höcke muss sich von morgen an vor dem Landgericht in Halle verantworten. Der Vorwurf, er soll in zwei Reden eine verbotene Losung der SA verwendet haben, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Unter anderem im Mai 2021 bei einer Rede in Merseburg in Sachsen-Anhalt. Dabei soll er gewusst haben, dass es sich beim letzten Teil des Slogans um einen verbotenen Ausspruch handelt. Der frühere Geschichtslehrer selbst behauptet ja, er habe das nicht gewusst. Dies hat er auch zuletzt im TV-Duell auf Welt-TV gesagt. Lutz Stordel in Straßfurt. Dieser Prozess sollte eigentlich ziemlich schnell abgearbeitet sein. Was droht denn Höcke im Fall einer Verurteilung? Warten wir erstmal mit dem schnellen Abarbeiten. Es ist immerhin so, dass das Landgericht in Halle 4 Verhandlungstage angesetzt hat, die also bis Mitte Mai hineingehen. Ende Mai sind in Thüringen Kommunalwahlen. Man geht davon aus, dass das Urteil bis dahin gefallen ist. Und dann ist die Situation einfach so, man wollte ursprünglich diesen Vorwurf, der aufgekommen ist nach einer Wahlkampfveranstaltung in Merseburg, das ist also eine Nachbarstadt von Halle, deswegen auch die Verhandlung in Sachsen-Anhalt in Halle. Dort soll er 2021 die SA-Parole Alles für Deutschland verwendet haben. Höcke sagt, er hat es nicht gewusst, das hat er ja auch im TV-Duell so erklärt. Und das Amtsgericht, was zuständig war und den Fall eigentlich an sich genommen hatte, also man wollte das auf kleinerer Ebene verhandeln, da gab es dann schnell einen Einspruch der Staatsanwaltschaft, die dagegen protestiert hat, die wollte es gleich am Landgericht verhandeln. Und in der letzten Woche ist dann dazu gekommen, dass man ein zweites Verfahren angehangen hat. Der Grund dafür ist ein Tatvorwurf, der sich im Dezember 23 dann in Gera auf einer Kundgebung zugetragen haben soll. Dort hat Björn Höcke also alles für ausgesprochen, dann seine Zuhörer animiert, Deutschland selbst auszusprechen. Diese beiden Verfahren hat man nun in einem Prozess gebündelt. Der Tatvorwurf, das Verwenden verfassungsfeindlicher Zeichen, und es geht von Geldstrafe bis Haft 3 Jahre. Eine Haftstrafe, glaube ich, ist eher unrealistisch. Es wird also darum gehen, ihm nachzuweisen. Wusste er beim ersten Mal, dass er diese Parole verwendet? Beim zweiten Mal hat er es definitiv gewusst, weil er ja gesagt hat, ich darf es selber nicht sagen, geht ihr rein. Also 4 Verhandlungstage, morgen um 9 geht es in Halle los mit einem sehr großen Medieninteresse, Pro- und Kontra-Demonstration am Gericht. Lutz Stordel für den Moment, Dankeschön nach Straßfurt.